Es darf in der Wissenschaft halt nie ein Dogma entstehen. Und die Virologie ist aber zu einem Dogma geworden. Das sehen wir ganz klar. In den letzten 2,5 Jahren kann das jeder bemerken, dass eben wirkliche Kritiker nicht zu Wort gelassen werden. Es gibt keine wissenschaftliche Debatte mit Befürwortern und Kritikern. Gibt es einfach nicht. Ich glaube schon, dass durchaus unter den Virologen auch Kritiker dabei sind. Und da auch nicht immer alle gleicher Meinung sind, aber sie gucken halt alle durch die gleiche Brille. Das ist natürlich ein Dominostein, der ganz vorne steht, und wenn der irgendwie kippt, dann ist dahinter ein unglaublich langer Rattenschwanz. Den kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles dranhängt. Deswegen hat er schon eine ziemliche Sprengkraft und Relevanz und meiner Meinung nach auch ein wichtiger Step eben für eine bessere Zukunft für uns alle. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute habe ich einen Gast, der hier in Hamburg demnächst vor Gericht steht. Und bei diesem Gerichtsprozess, da geht es um nichts anderes als darum, das ganze Corona-Narrativ auf den Kopf zu stellen und wenn nicht sogar auch die ganze Virologie. Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Hallo Jens, ja, danke für das Interview. Willst du uns mal berichten, worum es bei dir im Prozess geht? Wie hat das eigentlich alles angefangen? Genau, also es geht grundlegend um einen Bußgeldbescheid, der mir ergangen ist, aufgrund einer Ordnungswidrigkeit, weil ich die Maske nicht getragen habe. Und gegen diesen Bußgeldbescheid habe ich Einspruch eingelegt. Und ja, dieser Einspruch ist jetzt beim Amtsgericht Hamburg, und es geht jetzt im Endeffekt darum, zu zeigen, dass das Paragraph 1 von unserem Infektionsschutzgesetz, in dem nämlich die Wissenschaftlichkeit steht, für alle Beteiligte verpflichtend ist, dass ich zeigen möchte im Gericht, dass die Virologie nicht wissenschaftlich ist, weil sie eben keine Kontrollversuche macht. Ich meine, jeder andere wird jetzt sagen, hier so die Maskenpflicht, so ich zahle dann meine 50 € Ordnungswidrigkeit und damit bin ich durch. Du willst jetzt die ganze Virologie angreifen. Erstmal, warum zahlst du das nicht einfach? Und jeder andere wird ja sagen, du bist jetzt hier Ingenieur, du bist ja gar kein Virologe. Ist das nicht ein bisschen anmaßend, dir jetzt zu sagen, dass die ganze Virologie voll und nicht stimmt? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das so, dass wenn wir nicht anfangen, mit dem Thema jetzt aufzuräumen, dass wir potenziell immer wieder in diese Situation kommen werden in Zukunft. Und ich stelle mir eigentlich eine Zukunft, die jetzt immer weitere Pandemien, immer weitere Varianten, immer weitere Maßnahmen zu bedeuten hat, stelle ich mir nicht besonders toll vor. Und ich als Ingenieur habe trotzdem auch gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet, was die wissenschaftliche Methode ist. Und deswegen kann man auch fächer- und disziplinärübergreifend als Akademiker schon auch in anderen Bereichen schauen, ob es dort nach den Gesetzen der Logik und nach den Gesetzen der wissenschaftlichen Methode zurecht geht. Und wenn wir als Ärzte, als Ingenieure, als Biologen, als andere Wissenschaftler eben in die Virologie schauen und ganz einfach nur diese Steps prüfen, ja, wurden dort, gibt es eine Hypothese, gibt es ein Experiment, gibt es ein Kontrollexperiment, diese ganz einfachen wissenschaftlichen Regeln, die überall auch fest definiert sind und gleich ablaufen, egal in welcher Wissenschaft, dann müssen wir einfach sagen, dass es in der Virologie nicht der Fall ist. Vor allem eben die Kontrollversuche fehlen komplett. Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit so einem Thema zu beschäftigen? Wie gesagt, du bist kein Virologe, aber du bist halt, ja, bist mit der wissenschaftlichen Methodik vertraut. Und wann hast du da angefangen, mal genauer reinzuschauen? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ging vor 5 Jahren los, als ich selber in den USA in Berkeley studiert habe als Ingenieur. Und mir ist dann aber aufgefallen, durch einen Todesfall meiner Oma im Endeffekt, dass in der Chemotherapie oder in der Krebstherapie da, dass es da wirklich nicht wirklich evidenzbasiert zutage geht. Das habe ich dann selber kontrolliert und mir das mal angeschaut von der wissenschaftlichen Seite. Und dann bin ich eigentlich in einige andere Themen, nämlich in die Infektionsthematik, Keimtheorie gekommen und auch in das ganze Gebiet der Ernährung, wie Ernährung sich auf die Gesundheit auswirkt. Und so habe ich dann halt angefangen, Interesse für diese klinischen Studien auch zu entwickeln und habe mir eben angeschaut, wie
wie Krankheit in der Virologie versucht wird zu erklären und was werden dort für Experimente gemacht und wie versucht man diese Virentheorie eben zu stützen. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich eben verschiedene andere Pandemien der Vergangenheit durchgemacht, wie HIV, SARS-1 und ja, Ebola und Influenza, spanische Grippe, und habe halt immer wieder die gleichen Strukturen gesehen oder Vorgehensweisen, und bin dann in meiner Recherche auf Wissenschaftler wie Stefan Lanker gestoßen oder die Perth Group aus Australien. Und ja, gerade jetzt auch bei Corona-Fakten, die mit Corona quasi angefangen haben, das auch nochmal aufzurollen, das Thema, das hat mich sehr interessiert alles. Und ja, so bin ich dann selber auch dort eingestiegen. Du hast auch gesagt, in Berkeley hast du auch Kerry Mullis kennengelernt. Ja, genau. Also in Berkeley ist natürlich ein Ort, wo viele sehr kritische Wissenschaftler auch waren oder sind auch noch. Peter Duisberg, Kerry Mullis und einige andere. Und das hat mich so fasziniert, dass eben Nobelpreisträger oder Kerry Mullis, der Erfinder der PCR-Methode, und Peter Duisberg, ja, also wirklich hochdekorierte Wissenschaftler, dass die eine ganz, ganz kritische Stellung einnehmen. Und aber im Mainstream, wenn man das Wort jetzt mal so sagen darf, oder in der übrigen Wissenschaft eigentlich komplett ausgeblendet oder ignoriert werden. Und das fand ich als junger Student eben halt interessant, und deswegen habe ich mir dann Vorträge angehört und mir auch angeschaut, was war überhaupt deren Arbeit und was haben solche Leute wie Kerry Mullis oder Peter Duisberg dann auch eigentlich zur Virologie gesagt oder zum Thema HIV. Und ja, im Endeffekt hat gerade auch Kerry Mullis genau auch diesen Punkt kritisiert, dass eben er nicht in der Lage war, bei HIV eine Publikation zu finden, die eben zweifelsfrei ein Virus als pathogenes Agens, jetzt als Auslöser für AIDS beweist. Und hat mich interessiert. Er hat ja in der Dokumentation House of Numbers, hat er ja gesagt, so von wegen, er musste eben so ein Paper schreiben, dass HIV zu AIDS führt, und hat dann gesagt, wo ist das Paper, und hat keins gefunden. Alle haben ihm gesagt, ja, schreib doch einfach, das ist wissenschaftlich anerkannt. Und er hat gesagt, nee, ich muss da einen Nachweis zu liefern. Also insofern ist er nicht wirklich direkt auf den Virus drauf eingegangen, sondern HIV führt zu AIDS. Genau, oder? Diese Kausalkette, genau. Dass es dort einen Erreger gibt, der eben diese Krankheit ausführt. Und in meinem Fall oder in der Virologie, wenn man jetzt ganz vorne anfängt beim Erregernachweis, ist es eigentlich ähnlich, weil da wollen wir ja auch zeigen, dass es ein kleines Teilchen gibt, was wirklich existiert und was eben kausal für die Krankheit verursachend ist. Und dafür muss man halt Experimente machen, um die Hypothese eben auch zu verifizieren. Und es ist wichtig, dass wir bei jedem Experiment, dass es eben nachvollziehbar ist, dass es dokumentiert wird und auch kontrolliert wird. Und das ist eben in der Virologie nie der Fall. Und wo beziehst du dich da drauf, dass das dokumentiert wird und kontrolliert wird? Ich meine, jetzt zu sagen, das wird da nicht kontrolliert, ich meine, das sind doch alles große Papers oder große Fachzeitschriften, die alle peer-reviewed wären, dann zu sagen, das wird nicht vernünftig dokumentiert und kontrolliert, vor allem auch für die ganze Virologie, da wird da jetzt der Zuschauer zu Hause sagen, das ist doch, ist das nicht ein bisschen anmaßend? Ja, das ist ein guter Punkt. Am besten funktioniert das, wenn man sich tatsächlich die Publikation einmal selber anschaut. Also sowohl für, ich bleibe jetzt mal beim Thema Corona, SARS-CoV-2-Nachweis. Wenn man sich da die maßgeblichen Publikationen, also die aus China, aus Australien, aus Korea kam auch eine am Anfang, dass man sich die einmal anschaut und wirklich mal schaut, im Methodenteil wird genau beschrieben, was gemacht wird. Und hat jede Methode, die dort eingesetzt wird, ein Kontrollexperiment, um auszuschließen, dass das, was ich jetzt in meinem Experiment im Labor beobachte, eben durch das Experiment selber möglicherweise erzeugt wird. Und ich müsste sozusagen, ja, wenn ich jetzt eine Zellkultur habe und die Zellkultur stirbt oder da treten eben Effekte auf, wie dass die Zellen sich zersetzen, dann wird das einem Virus zugeschrieben. Ich müsste aber quasi die gleiche Zellkultur eben nochmal nebenher laufen lassen,
ohne dort ein Virus sozusagen reinzutun. Aber ansonsten mit genau den gleichen Methoden und Zusätzen, also Antibiotika, fetales Rinderserum, Affenierenzellen und was auch immer alles dazugegeben wird, und exakt dann schauen, bleibt diese Zellkultur quasi am Leben. Ja? Ist der Und zytopathische Effekt der von. zytopathische Effekt, das ist ja nur ein Punkt. Und nochmal, um deine Frage, um daran nochmal aufzugehen, ich habe dann auch für die weiteren Schritte, also für die ganze Genomsequenzierung, das, was die Virologen dann quasi als zweiten, dritten, vierten Schritt machen, da habe ich spezielle Fragen, viele Anfragen gestellt, Freedom of Information Act, also auf Deutsch Informationsfreiheitsgesetz Anfragen an die Universitäten, an die Forscher, an die Originalautoren dieser Publikation, und habe die halt direkt gefragt, habt ihr die Kontrollversuche gemacht? Und da habe ich halt eine Antwort bekommen, mehrfach, dass eben keine Kontrollversuche gemacht wurden, also für die Genomsequenzierung komplett nicht. Und für den zytopathischen Effekt sagen sie, dass sie zwar kontrolliert haben, aber das nicht dokumentiert haben. Das heißt, auch da müssen wir, wenn wir jetzt auf Paragraph 1 Infektionsschutzgesetz, wissenschaftlicher Stand ist eigentlich oder bedeutet, dass man alles, was man macht, dokumentiert, sodass auch die Nachwelt und andere Forscher die Möglichkeit haben, diese Versuche zu reproduzieren oder zu validieren. Wenn man aber nicht dokumentiert, was man macht, ist das eben nicht wissenschaftlich. Und wenn man einen Kontrollversuch überhaupt nicht macht, wie im Fall der gesamten Genomsequenzierung, dann ist das auch nicht wissenschaftlich. Wie kann das denn sein, dass die ganze Virologie nie, wenn ich das richtig verstanden habe, nie Kontrollexperimente durchführt? Ich meine, und dann auch Kontrollexperiment ist ja das eine, aber wie kann das dann sein? Wie kann es dann peer-reviewed werden? Ich meine, ich denke mal, die meisten Leute, die haben ja Vertrauen in die Wissenschaft, die denken, hey, das muss ich mir nicht anschauen. Wie gesagt, das sind große Fachzeitschriften, Peer-Review-Verfahren, da gucken zig Wissenschaftler drüber. Das kann doch nicht sein, dass die so Grundprinzipien da nicht drauf achten. Ich glaube, also es ist erstmal nicht die ganze Virologie, weil es gibt tatsächlich einige Publikationen aus der Frühzeit der Virologie oder aus der Frühzeit der modernen Virologie von 1954, von John Franklin Enders zu den Masern zum Beispiel. Dort wurden tatsächlich auch Kontrollexperimente für den zytopathischen Effekt, für die Zellkultur gemacht. Und die Forscher schreiben dort, dass sie die gleichen Effekte auch in dem Kontrollversuch gesehen haben, also dieses Zerfallen der Zellen. Und auch später, 1958, wurde das nochmal wiederholt und von mehreren anderen Wissenschaftlern. Also es gibt schon diese Kontrollversuche, die zeigen aber eben, dass sich diese Methode, den zytopathischen Effekt als sozusagen indirekten Beweis für ein Virus, dass ich den eben nicht benutzen kann. Weil immer, wenn man dieses Kontrollexperiment vernünftig ausführt, vernünftig heißt in dem Fall, ich habe wirklich die exakt gleichen Bedingungen, alle Zusätze, Antibiotika, alles gleich, minus das Virus, dann treten die gleichen Effekte auf. Und Peer Review, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass einfach das Peer Review-Verfahren da annimmt, dass die Methoden valide sind. Das heißt, das Peer Review sagt, wir brauchen wahrscheinlich diese Kontrollexperimente bei der Genomsequenzierung nicht, weil möglicherweise gehen die davon aus, die Methode ist schon validiert worden. Dann müsste ich aber fragen, wo ist die Referenz, wo ist die Publikation, wo ist das Zitat, wo diese Methode bereits einmal validiert worden ist. Und die gibt es nicht. Es gibt keine Publikation für einen Erregernachweis, wo die Genomsequenzierung validiert wurde. Ist egal welches Verfahren. Ja, New Generation Sequencing oder es gibt auch andere. Es gibt da keine Kontrollexperimente. Und das ist ja auch, wenn man weltweit haben ja auch viele, auch Privatpersonen haben ja die Forscher von den maßgeblichen oder von den wichtigen Publikationen alle angeschrieben, haben gefragt, habt ihr Kontrollexperimente gemacht, haben auch nach dem Virenisolat gefragt und letztendlich haben sie alle ja negative Antworten bekommen, haben alle die Antwort bekommen, wir haben keine Kontrollexperimente durchgeführt. Genau, also bei dem Thema Virenisolat, da gibt es nochmal in der Virologie oder unter den Virologen nochmal eine andere Auffassung, was das bedeutet. Für uns heißt isolieren, ich nehme irgendwas weg, raus und habe das hier alleine stehen quasi, für sich genommen. Bei den Virologen heißt isolieren genau das Gegenteil. Das heißt, ich packe ganz viele Zutaten zusammen, Affennierenzellen, Antibiotika,
Proben von kranken Menschen, Epoxidharz und viele andere Enzyme und so weiter, ja, Trypsin. Und dann wird diese ganze Suppe als Isolat bezeichnet. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was im ursprünglichen Sinne isolieren bedeutet. Also da gibt es oft Diskrepanzen, was einfach Definitionssache ist. Beim Thema Kontrollversuch gibt es keine Diskrepanzen. Da sagen alle Virologen, wenn man sie fragt, ganz klar, nein, für die Genomsequenzierung haben wir keine. Ich habe noch keinen Virologen gesehen oder erlebt, der mir gesagt hat, ja, ich habe für die Genomsequenzierung Kontrollen gemacht. Es gab in dem Schriftwechsel, den wir auch als Beweisantrag eingereicht haben beim Gericht, einen Virologen aus Frankreich von der Universitätsklinik in Nizza, der hat tatsächlich gesagt, dass er nach Publikation Kontrollversuche für Genomsequenzierung gemacht hat. Also danach, nicht wie man es wissenschaftlich machen sollte vorher, sondern danach. Und er hat tatsächlich bestätigt, dass auch diese Genomsequenzierungen SARS-CoV-2 gefunden haben in den Proben von den gesunden Patienten letztendlich. Ja, also da würde man auch sagen als Wissenschaftler, okay, dann ist somit diese Methode falsifiziert. Also diese Methode falsifiziert die Hypothese, weil ich finde in beiden, sowohl in den Gesunden als auch in den Kranken, finde ich SARS-CoV-2. So. Ja, ich meine, da kann man sich jetzt natürlich fragen, auf was wird denn da eigentlich bei diesem PCR-Test, was wird da getestet und warum kommen sie dauernd mit neuen Varianten? Wie kann das sein? Ja, der PCR-Test, der sucht quasi nur nach zwei, drei, manchmal vier verschiedenen RNA-Sequenzen. Aber man muss sich das so vorstellen, dass das behauptete SARS-CoV-2-Genom ist halt eine sehr, sehr lange Kette an RNA-Sequenzen. Insgesamt um die 30.000 Nukleotide lang. Und wir sozusagen schauen quasi nur auf drei, vier Fragmente davon, also ja, nicht mal 1%. Und das ist im Prinzip der PCR-Test. Das heißt, der PCR-Test ist positiv, wenn diese Fragmente gefunden werden. Also es wäre ungefähr so, als würde ich sagen, wenn ich einen Stein irgendwo finde, dann sage ich, ich habe weiß ich nicht, das World Trade Center gefunden oder was auch immer. Also das passt überhaupt nicht in die Logik. Es sei denn, es wäre spezifisch, aber das hat nie jemand bewiesen. Und der andere Punkt ist, dass diese Varianten sind letztendlich nur Ergebnisse aus diesen vielen Computermodulationen. Das ist ja ein algorithmisches Verfahren. Man will ja die Genomsequenz, man kann sie nicht sequenzieren auf die ehrliche Art und Weise, weil man das Virus nie isoliert hat. Dann könnte ich das Virus alleine durchschneiden, sequenzieren und hätte die Sequenz. Aber da die Virologen ja das Virus nie gesehen, gefunden haben, als einzelnes Stück, müssen sie über quasi diese Computerverfahren arbeiten und etwas mathematisch erzeugen. Und da gibt es eben statistische und algorithmische Unterschiede in den Modellen. Und deswegen können ständig neue Varianten entstehen. Also jeder andere Rechenschritt, jedes andere Rechenergebnis dieser Modelle wird dann als neue Variante definiert. Und wenn man dann neue Varianten entdeckt hat und darauf testet, dann bekommt man natürlich auch mehr von diesen neuen Varianten sozusagen herbeigetestet. Also jede Genomsequenzierung für sich genommen ist ein Unikat. Das heißt, bei jedem Mal, wenn wir sequenzieren, erkriegen wir ein anderes Ergebnis raus. Wie du dir vorstellen kannst, diese Zellkultur ist im ständigen Wandel begriffen. Ja, da finden ständig Prozesse statt. Jedes Mal, wenn ich dort sequenziere, erhalte ich ein anderes Ergebnis. Und diese leicht veränderten Ergebnisse, weil dort eben ja, ein aktiver Prozess stattfindet in der Zellkultur, bedeutet dann letztendlich eine neue Variante, wenn man das jetzt streng nimmt. Ja? Weil du hast am Ende eine kleine Abweichung zur sogenannten Wuhan-Referenzgenom. Ja, das ist sozusagen die Schablone, das SARS-CoV-2 Genom, das Template. Und jedes Mal, wenn ich eine kleine Abweichung habe, dann wird diese Abweichung als Mutation erklärt. In Wahrheit ist es aber einfach nur ein anderer algorithmischer Endresult, ja, also ein anderes Endergebnis. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die meisten können sich einfach nicht vorstellen, dass die ganze Virologie sich da täuscht, dass da keiner genau hinschaut. Und ich meine, klar, in der Wissenschaft, Galileo hat es damals schon gegeben, man hat ihn
das Leben schwer gemacht. Ja, seine Erkenntnisse wollte man nicht anerkennen. Und dann gibt es dann sogar, haben wir gerade noch drüber gesprochen, den Semmelweis-Reflex. Das war, wenn ich blende das hier mal ein, der Semmelweis, das war einer, der damals, ja, nach wissenschaftlichen Kriterien hat er halt gesehen, dass wenn man hygienische, einfach auf Hygiene achtet bei Operationen, bei der Geburt, dass da weniger Leute sterben. Und man hat das einfach nicht angenommen. Und erst nachdem er verstorben war, hat man dann gesehen, hey, wir sollen tatsächlich mal auf die Hygiene achten. Insofern, man sieht eigentlich immer wieder, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, dass es immer wieder ja, Zeiten gab, wo sich eine ganze Wissenschaft nicht wirklich hinterfragt hat und nicht genau auf die Kritiker gehört hat. Aber ich glaube, viele haben einfach so das Bild, dass wir heute so super fortschrittlich sind und dass es alles ganz genau geprüft wird, dass es sowas eigentlich nicht geben kann. Aber du sagst, das gibt es. Ich finde, das ist relativ offensichtlich. Es darf in der Wissenschaft halt nie ein Dogma entstehen. Und die Virologie ist aber zu einem Dogma geworden. Das sehen wir ganz klar. In den letzten 2,5 Jahren kann das jeder bemerken, dass eben wirkliche Kritiker nicht zu Wort gelassen werden. Es gibt keine wissenschaftliche Debatte mit Befürwortern und Kritikern. Gibt es einfach nicht. Und das ist halt ein Aber es Anzeichen gibt dafür, doch, dass es ein Dogma da heißt es ist. doch immer, es gibt doch hier Streeck und Drosten, da ist doch der große Virologenstreit, aber das ist auch Drost. Streeck ist auch, ich verlinke hier meinen Post mal. Mein Streeck ist ja auch Pharmalobbyist, der sagt auch, der empfiehlt die Impfung auch. Insofern hat auch sein Ehemann, der arbeitet auch, ich glaube sogar fürs Gesundheitsministerium. Insofern. Da werden dann halt immer so die Scheinkritiker, die Pseudokritiker nach vorne geschoben. So also die wahren Kritiker, so wie Lanka oder Köhnlein oder Bhakti, die werden dann entweder als die Corona-Leugner hingestellt oder die werden halt einfach überhaupt nicht zu, die kommen überhaupt nicht zu Wort, ne? So ist es, genau. Also ich würde mit dem Begriff Pseudokritiker immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube schon, dass durchaus unter den Virologen auch Kritiker dabei sind und da auch nicht immer alle gleicher Meinung sind. Aber sie gucken halt alle durch die gleiche Brille. Das ist das Problem. Sie nehmen alle ihre Methoden als valide an. Sie nehmen alle die Existenz als Viren, der Viren als gegeben an. Das wird nicht mehr hinterfragt. Das ist quasi deren Fundament. Und das ist das Problem, weil es gibt viele Wissenschaftler und viele Kritiker, die eben dieses Fundament nochmal hinterfragen. Die sagen, wenn Kontrollversuche gemacht werden, wenn die wissenschaftliche Methode korrekt angewendet wird, dann gibt es dieses Fundament auf einmal nicht mehr. Weil man sieht im Experiment, oh, ich habe in der gesunden und in der Krankenprobe das gleiche Ergebnis. Ich finde in beiden Proben das gleiche Virus. Ich kann in beiden Proben das gleiche Bild erzeugen, ja, mit diesen Partikeln, die sie uns immer zeigen. Ich kann in beiden Proben die gleiche Genomsequenz finden und so weiter, den zytoplasmatischen Effekt. Und das ist halt ein direkter, mehrstufiger Gegenbeweis letztendlich, dass es eben dieser virale Ursprung nicht sein kann, sondern dass wir diese Zellkulturen durch unser Experiment beeinflussen, ja, indem wir da Antibiotika reintun, indem wir die Nährbodenlösung entziehen und so weiter. Also das scheinen die Gründe zu sein, warum sich diese Kulturen dann verändern oder diese, ja, diese Zerfallsprozesse stattfinden. Das ist natürlich die Frage, wenn es kein ansteckender Virus ist. Ich habe ja übrigens auch hier in diesem Video unerklärliche Corona-Fälle, habe ich auch ja, viele Ansteckungsexperimente aufgeführt. Da sieht man auch, wenn sie wirklich Ansteckungsexperimente durchführen, dann können sie das auch nicht validieren, die Ansteckung. Da gab es jetzt auch im Imperial College. Und natürlich, das sage ich, habe ich in dem Video auch gesagt, man kann natürlich sich ganz genau auch irgendwie jetzt über die Impfung unterhalten oder über die Maskenpflicht oder PCR-Tests, inwiefern das alles nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht. Aber im Kern geht es halt immer um diese Virenexistenzfrage. Ist das tatsächlich vernünftig nachgewiesen? Habe ich auch hier damals mal in dem Video meine Übersicht gebastelt. Letztendlich fängt das alles dabei an, bei haben wir einen vernünftigen Virennachweis, haben wir Ansteckungsexperimente, dann kann man erst sagen, dann haben wir einen PCR-Test und daraus dann Maßnahmen und Masken und so weiter alles ableiten. Aber wenn es schon bei der Quelle nicht vernünftig wissenschaftlich gemacht worden ist, dann alles, was danach kommt, kann man eigentlich, ja, muss man sich eigentlich gar nicht drüber unterhalten. Ja, und ich glaube, das ist auch für die Zuschauer sehr wichtig.
was du gerade gesagt hast, die Ansteckungsexperimente. Wenn man wirklich ehrliche Ansteckungsexperimente macht, das heißt, man nimmt irgendwie Tiere oder Menschen, die halt krank sind, Symptome haben und vermischt die eben mit Gesunden. Man bringt die in Kontakt miteinander, man lässt sie miteinander spielen, sprechen. Es wurde auch schon Speichel ausgetauscht, Blut ausgetauscht und so weiter. Kannst du im Experiment die Krankheit nicht übertragen? Das klappt nicht. Das hat man ganz oft schon versucht, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir wirklich rein wissenschaftlich argumentieren, können wir eine Krankheit oder diesen Ansteckungsweg, den können wir nicht replizieren im Experiment. Das funktioniert nicht. Das heißt, diese Beobachtung, die wir alle im Leben aber ständig machen, dass wir zur gleichen Zeit irgendwie krank werden, wie andere auch, oder lokal mehrere Symptome auftreten, das kennen wir alle, das gibt's auch, das leugnet auch niemand. Aber dass das damit zu tun hat, dass von einem Menschen auf den anderen quasi ein Teilchen überspringt und den dann quasi infiziert, das ist wissenschaftlich widerlegt. Das funktioniert nämlich im Experiment nicht. Es muss also andere Gründe geben. Und da würde ich mir auch wünschen für die Zukunft, dass wir da viel mehr Fokus und viel mehr Forschung reinlegen und genau herausfinden, was passiert da eigentlich. Ja? Sind das ernährungsbedingte Themen? Sind das Themen, die klimatische, wettertechnische Bedingungen haben? Sind das Dinge, die gleichzeitig im Leben auftauchen? Ja, gleich Erlebnisse, was auch immer. Sind das Umweltgifte, was auch immer? Ja, da gibt es ja tausende Hypothesen, die müsste man wissenschaftlich alle vernünftig überprüfen. Und das würde ich mir halt wünschen. Aber dieses festgefahrene, nur auf diese, mit Scheuklappen auf die Viren zu gucken, die ja schon längst widerlegt sind, das ist halt Schnee von gestern, ja, um das mal so zu sagen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, hier einfach zu sagen, dass die Wissenschaft, wenn sie halt einfach das nicht vernünftig dokumentiert, keine Kontrollexperimente durchführt und wenn sie es machen würde, dass sie sich dann falsifiziert hat und dass man dann einfach sagt, hey, wir geben diese alte Theorie auf. Ich sage immer das Märchen von den ansteckenden Viren, wo auch, ich denke mal, wenn man selbst so, also bei mir, ich kann sagen, 80-90% der Corona-Fälle in meinem Umfeld, die passen mit der offiziellen Theorie nicht überein. Die kann man sich mit anderen besseren Theorien oder mit anderen Theorien viel besser erklären. Mhm. Und das heißt eigentlich, die Wissenschaft müsste sagen, hey, wir stecken jetzt einfach alle Ressourcen da rein, einfach zu schauen, was könnte es sonst sein? Oder was meinst du, wie könnte man da vorgehen dann? Ich glaube tatsächlich, dass wir schon ein ganz gutes Bild in der Wissenschaft darüber haben, warum man krank wird. Und meiner Meinung nach, also ich habe jetzt seit 5 Jahren eigentlich das Thema sehr intensiv durchleuchtet. Ich habe mir auch in diesen ganzen Tierstudien genau angeguckt, wann werden die Tiere krank und ne, was passiert da. Das sind ja auch Säugetiere letztendlich und sehr mit den Menschen auch vergleichbar. Die können die gleichen Symptome haben, die können Tumore bekommen, die können Schnupfen bekommen, die können Grippe bekommen, die können Lungenentzündungen bekommen und so weiter, also sehr vergleichbar. Und man findet halt heraus, dass auf jeden Fall ein sehr großer Faktor ist die Ernährung. Also ernährt sich das Tier artgerecht oder ernährt sich das Tier eben so, dass sich Mängel einstellen oder es scheinbar dem Organismus irgendwas fehlt und er dann quasi diese Symptome entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann auf jeden Fall Stress oder mal Lebensbedingungen, Temperatur, Klima, ja, Sonne. Das ist alles psychosomatische Themen sind auch ganz wichtig. Also wir haben eigentlich schon viele gute Hypothesen. Also an Hypothesen mangelt es uns eigentlich überhaupt nicht. Wir müssten jetzt nur weiter gute kontrollierte Experimente machen, um das wirklich auch immer und immer wieder zu validieren, weil darum geht es ja in der Wissenschaft, dass man eine Hypothese, die man hat, immer und immer wieder ja, versucht zu falsifizieren, klappt aber nicht und dann wird daraus eine Theorie. Ja? Eine Theorie, die so lange Gültigkeit behält, bis irgendeiner sie falsifizieren kann. Und das ist ja in der Virologie, also unserer Meinung, meiner Meinung nach schon lange passiert. Es muss nur jetzt noch einmal sozusagen auch festgestellt werden, und dann auch in der Öffentlichkeit entsprechend auch ankommen. Und die Leute müssen sich auch mal ein bisschen damit beschäftigen. Ja, weil viele erwarten immer, dass sie es in Häppchen serviert bekommen von den Medien. Aber es gibt halt Themen, wo man sich einfach auch mal selber belesen muss und selber das überprüfen muss. Gut, in dem Fall wird es jetzt der Richter hoffentlich machen und dann auch feststellen. Mhm. Und das würde ich mir halt wünschen. Genau. Was würdest du unseren Zuschauern empfehlen? Wo
kann man sich da gut belesen. Natürlich, wir haben gerade schon mal gesagt, Corona-Fakten ist auch, muss ich sagen, bei Corona-Fakten habe ich auch viel gelesen, aber hast du noch andere Quellen, wo man da sich da gut einlesen kann in das Thema? Also zum Thema Ansteckungsversuche finde ich ganz, ganz interessant die Arbeit von Rosenau. Das sind zur Zeit der spanischen Grippe, wurden dort riesige Ansteckungsversuche gemacht. Die könnte man sich einmal anschauen, die sogenannten Rosenau-Experiments, finde ich sehr interessant. Habe ich in meinem Video hier aufgeführt. Genau. In der Beschreibung habe ich die ganzen Papers verlinkt. Ja, dann einmal vielleicht... Aber vielleicht ein Buch oder so, weil ich glaube, so mit Studien können viele Leute nichts anfangen. Also sonst, du hast ja auch ein Interview mit Thorsten Engelbrecht gemacht hier. Genau. Das Buch Virus war, was Thorsten mit Klaus Köhnlein zusammengeschrieben hat. Das ist auch ein super Buch, vor allem jetzt die neueren Versionen, also die letzte Ausgabe, die geht nochmal sehr gut auf das Thema ein. Das kann ich super empfehlen. Oder auch das Buch Contagion Myth von Tom Cowan ist sehr interessant. Der Ansteckungsmythos auf Deutsch. Genau, genau. Oder eben, es gibt ja auch von Corona-Fakten das Buch Die Zeitzeugen, wo im Prinzip die ganzen Artikel einmal als gebundenes Buch sozusagen zusammengefasst sind. Das ist auch sehr, sehr lesenswert. Also eigentlich gibt es da ganz viele verschiedene Quellen und man kann sich quasi überall immer was rausziehen und am Ende ergibt sich eigentlich ein sehr, sehr schlüssiges Bild. Und da gibt es eigentlich keine viele Fragen, die da offen bleiben. Also. Wann ist jetzt dein Prozess und was erwartest du dir da bei dem Prozess? Genau, der Prozess findet am 19. Oktober hier in Hamburg statt, um 14.45 Uhr. Amtsgericht Hamburg-Mitte am Sievekingenplatz. Das ist auch eine öffentliche Veranstaltung. Also genau. Ich werde auch dabei sein. Wir werden direkt danach ein Interview führen, damit wir mal schauen, damit wir euch zu Hause, wer nicht dabei sein kann, damit ihr dann erfahrt, wie es gelaufen ist. Es geht ja darum, dass wir dem Richter auch zeigen, dass es ein großes Interesse auch gibt, Öffentlichkeitsinteresse, sodass der Richter auch selber mehr Interesse auch eventuell hat, sich das mal anzuschauen, ja, und das zu prüfen. Und wenn er sieht, dass es öffentlichkeitswirksam ist, außerdem kann man natürlich in unserem Rechtssystem, ja, es schmückt sich ja damit, dass immer alles öffentlich ist, ja, jeder kann da reingucken, alles ist transparent und dann sollten wir genau auch das ausnutzen, ne, dass möglichst viele Zeugen und auch Leute da gesehen, was passiert da eigentlich im Gericht. Wie geht der Richter mit dieser Frage um? Wird das einfach abgeschmettert? Wird das einfach ignoriert? Oder wird sich damit befasst? Weil eine Sache ist ganz sicher, wenn man das aufmacht, dieses Buch, und sich mal damit befasst, dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, weil ich habe so viele Beweisanträge eingereicht und von Virologen, die wirklich zugeben, wir haben das nicht gemacht, es gibt keine Kontrollversuche hier für die Genomsequenzierung überhaupt nicht. Das ist eigentlich... Ja, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Der Richter muss jetzt quasi entscheiden, ist das Paragraph 1, ist der irgendwie verletzt dadurch, weil hier nicht vernünftig nach dem Stand der Wissenschaft, wie es dort ja drin steht, gearbeitet wird? Oder brauchen wir in der Virologie diese Kontrollversuche gar nicht? Aber dann würde sich die Virologie ja quasi selber auch als unwissenschaftlich... also eigentlich gibt es da ja meiner Meinung nach nur... ein gutes Ergebnis am Ende. Ja. Also, seid gerne dabei am 19.10., wenn ihr aus Hamburg kommt oder aus Umgebung. Auch ich möchte nochmal unterstreichen, wie wichtig dieser Prozess ist. Also, es ist nicht nur, wenn der Richter wirklich sagt, hier, es gibt da keine Wissenschaftlichkeit, wenn das dann wahrscheinlich vielleicht auch noch höher geht, auch eine höhere Instanz, wenn dann wirklich von Gerichten festgehalten wird, dass die Virologie nicht wissenschaftlich vorgeht. Mhm. Das heißt, wir werden gar keine Corona-Maßnahmen haben, die ganze Impfung wird als unwissenschaftlich dargestellt und auch damit natürlich auch die ganzen Masernimpfungen und eigentlich, ja, auch wir haben jetzt gesehen hier die Vogelgrippe, hier nochmal der Artikel, ich blende ihn ein, ich glaube 48.000 Tiere, Vögel sind alleine gekeult worden wegen der Vogelgrippe. Ja, insofern, dieser Virenwahn, der hat halt, ja, der verbreitet unwahrscheinlich viel Leid und bringt unwahrscheinlich viel Schaden. Insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Prozess, wo ich dir auf jeden Fall sehr die Daumen drücke. Und ich freue mich, dich dann da wiederzusehen. Ja, danke, Jens. Ja, es ist natürlich ein Dominostein, der ganz vorne steht. Und wenn der irgendwie kippt, dann ist dahinter ein unglaublich langer Rattenschwanz. Den kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles dranhängt. Deswegen hat er schon eine ziemliche Sprengkraft und Relevanz.
und meiner Meinung nach auch ein wichtiger Step eben für eine bessere Zukunft für uns alle. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn zahlreiche Zuschauer dort dann Zeit finden und erscheinen, weil ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache für uns alle. Und ja, insofern vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du hier ja vor allem auch diesen Kampfgeist mitbringst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich denke mal, viele Leute werden sagen, ach komm, ich zahle das Bußgeld, den Bußgeldsbescheid oder Ordnungswidrigkeit und hefte das ab. Und du hast dich aber eingelesen und bist da bereit, auch den ja vor Gericht zu kämpfen für ja gegen dieses Virenmärchen und dafür, dass die Wissenschaftlichkeit eingehalten wird. Insofern auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auch auf eure Kommentare und wie gesagt, wir freuen uns auch, euch in Hamburg beim Prozess zu sehen. Also, bis dann. Ciao, ciao.